Hallo und herzlich willkommen. Wackelt die Kamera? Ein bisschen, ne? Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Cracky von Ravioli und ich möchte euch heute einen Prozessorkühler vorstellen. Wir haben mal wieder einen wunderschönen Kühler von der Firma Noctua hier. Und zwar ist das der NHU9S. Kleines Paket. Typischen Noctua-Design. Das ist ein Towerkühler und den möchte ich jetzt mal gemeinsam mit euch auspacken. Also hier. Noctua typisch lächelt uns gleich mal das Zubehörpaketchen, die Zubehörbox an, welche da vermuten lässt einmal Secufirm 2 Mounting System, also das Befestigungskit für Intel und AMD. Zubehör mit Lüfterklammer, Wärmeleitpaste, Stromadapter, sprich Low Noise Adapter und einem Schrauben Dreher, Schlüssel. So, das holen wir mal raus. Hier haben wir das. Fein säuberlich sortiert. Haben wir hier das Zubehörkit mit dem Low Noise Adapter und den Befestigungsklammern. Sehe ich jetzt zwei Klammern? Zwei Klammern. Ja, also für zwei Lüfter. Wenn man Push-Pull machen wollen würde, wäre das möglich. Natürlich wieder ein Noctua Gehäusesticker dabei und dem Low Noise Adapter. Hier ist unser, ich habe keine Fingernägel, unser Schraubendreherschlüssel. Jawohl, eine Montagehilfe sozusagen. Dann haben wir hier die Beschreibungen, wie immer in englischer Sprache. Auf der Website gibt es die in Deutsch. Für Intel LGA Sockel 11.5er Serie, also 11.50, 51, 55, 56. Dann hier für AMD auf Sockel AM2, also für ältere Semester auch noch geeignet. Dann hier für den Sockel 2011 und 2011-3 auch die Beschreibung dabei. Und hier haben wir dann entsprechend den Intel Schraubensatz, das Intel Set und den AMD Schraubensatz, das AMD Set. Noctua greift da typischerweise auf die Original-Backplate von AMD zurück. Die sollte ja immer vorhanden sein. Und bei Intel muss man halt hier diese gesonderte Backplate verwenden für den Sockel 11, 50, 51, 55, 56. Und das ist der leere Karton. Gut, das war's. Nein, hier haben wir natürlich, lächelt uns Noctua-typisch, die Farben Cappuccino-Braun und Latte-Weiß. Man weiß es nicht, wie man diese Farben definieren soll. Lächelt uns hier der Kühler an. Jetzt müssen wir gucken, das muss ich hier mal rausziehen. So. Beziehungsweise der Lüfter vom Kühler. Zwei Klammern noch dabei für einen zweiten Lüfter, weil ein Lüfter zwei Klammern braucht. Jetzt habe ich es kapiert. Ich gerade vorhin ein bisschen verrafft. So, und hier ist unser Towerkühler. Hui, der ist ja gar nicht so groß. Ja, der NH, ich muss wieder gucken, wie hieß er nochmal? U9S. Ich tue mir immer ganz schwierig mit der Reihenfolge da. Ist ein kleiner Towerkühler. Der wartet nämlich mit einer Höhe von 12,5 cm auf und ist dementsprechend auch für recht kompakte Gehäuse, zum Beispiel kleinere Cubes oder so, geeignet, wo ein bisschen Luft da ist und kommt halt dann dort mit einer sehr ordentlichen Ausstattung daher. Und Towerkühler haben sich ja einfach bewährt, ne? Dementsprechend haben wir hier natürlich einen 92er Lüfter verbaut, der mit 400 bis 2000 Umdrehungen drehen kann und PWM gesteuert ist. Natürlich ganz wichtig. Und die Kühlplatte wird von 5 Heatpipes entwärmt, sozusagen. Das komplett vernickelt und absolut top verarbeitet. Hier sind die beiden Schrauben gleich mit drauf. Und wenn man hier jetzt natürlich das Ganze montieren wollen würde, müsste man halt einmal kurz den Kühler abnehmen. Dementsprechend biegt man diese Klammern nach hinten und hat dann den
Kühler. Das ist ein NFA9PWM-Fan. So sieht er aus. Ich finde es sehr gut, dass die so einen kleinen Widerhaken haben, diese Klammern. Dann rutschen die nicht immer sofort raus. Und das hier ist halt der Kühlkörper. Und so würde man dann halt auch an beide Schrauben drankommen. Wobei das hier bei dieser Schraube schon eine enge Kiste ist, wie man sieht. Aber dafür ist ja extra der Schraubendreher dabei. Also das wird schon passen. Ist natürlich gut, dass es nicht ganz mittig ist, ein bisschen versetzt ist, damit ihr dann dort nicht mit den Rammbänken in Bedrängnis kommt. Ich zeige euch das hier mal genau in die Kamera. So, sieht man das, wo die Schrauben sitzen. Es ist halt leicht versetzt im Verhältnis zum Kühlkörper. Keine scharfen Kanten, kann man sich nicht schneiden. Relativ engmaschig das Ganze, das heißt, der braucht schon einen guten statischen Druck, der Lüfter, damit er dann dort das Ganze auch bewerkstelligt bekommt. Ich bin sehr gespannt, was uns dieses Teil in der Praxis bringen wird. Wir werden ihn auf einen Core i5 6600, glaube ich, loslassen und dann mal schauen, was denn da in Sachen Kühlleistung und Lautstärke dann effektiv anliegt. Kostenpunkt für einen Premium-Hersteller wie Noctua typisch. Sind wir natürlich etwas höherpreisig unterwegs, muss man hier in etwa mit 55 bis 60 Euro für den Kühler rechnen. Und ja, wer nun sehen möchte, wie so eine Montage von diesem Kühler auf einem Sockel 1151 Skylake Prozessor abläuft, der schaltet am besten auch beim nächsten Video wieder ein. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und bis demnächst. Leider nicht. Aber die Spritze, klar ist die nicht hochvoll, das wäre Amok, aber sie bietet genügend Potenzial diesbezüglich. Und wir machen jetzt hier einen schönen dosierten Klecks auf die CPU. Das reicht auch schon. Ich fange das noch einmal für euch ein, wie groß so ein Klecks denn sein darf.